Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Dass die Wahl des neuen Parteivorsitzenden nicht wie geplant am 4. Dezember über die Bühne würde gehen können, auf einem Parteitag mit dicht beieinander sitzenden 1001 Delegierten, das entbehrt nicht einer gewissen Zwangsläufigkeit. Und doch schafft es die heutige Absage, neuen Streit in die CDU zu tragen, die doch so auf Ruhe aus ist und Experimente nicht mag. Das Ringen um den Vorsitz zwischen diesen drei Herren dürfe nicht in einen ruinösen Wettbewerb ausarten. Das hatte die Dauer noch Vorsitzende Kramp-Karrenbauer im Sommer gewarnt, offenbar sehr vorausschauend. Denn nun startete einer der Bewerber wohl aus Angst vor davonschwimmenden Fällen die März-Revolution mitten im Oktober gegen das Partei-Establishment, wie er es nennt. Über die ruppige Suche nach einem neuen CDU-Chef Christin Schwyzer. Bei dieser Bundestagswahl kämpfen wir ausschließlich für uns. Sein Ziel ist klar, erst der Parteivorsitz, dann das Kanzleramt. Doch jetzt sieht sich Merz in die Ecke gedrängt. Die Verschiebung des Parteitags verärgert den CDU-Kandidaten. Das sei eine Entscheidung gegen die CDU-Basis, twittert er. Von vielen dort fühlt Merz sich getragen, von einigen in der Parteispitze dagegen nicht. Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt Teile des Partei-Establishments. Es sind Teile, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde. Wen genau er damit meint, lässt er offen. Der Generalsekretär fühlt sich nicht angesprochen. Ich zieh mir den Schuh deswegen nicht an, weil ich weiß, dass er mich damit nicht meint. Insofern gibt es auch keinen Grund, das auch anzunehmen. Die Parteispitze versucht, den Streit klein zu halten. Und doch ist da am Wochenende etwas eskaliert zwischen den Kandidaten. Vor allem zwischen Merz und Laschet. Der saß nach dem Treffen im Adenauerhaus gestern Abend bei Anne Will im Talksessel. Laschet wirbt da noch einmal für eine Verschiebung des Parteitags. Ich glaube, dass man nicht in einer solchen Zeit, wo man den Menschen zumutet, Veranstaltungen nicht mehr zu besuchen, das Haus nicht mehr zu verlassen, dass wir mit 1000 Menschen dann einen Präsenzparteitag machen können. Laschet befeuere die Debatte übers Fernsehen. So war das nicht abgemacht, sagt der Dritte im Bunde, der Kandidaten. Ich habe mir das letzte Wochenende auch so nicht gewünscht. Ich habe mir gewünscht und habe es auch so praktiziert, dass wir intern beraten. Ich habe keinen Bedarf gesehen, dass das nach außen Vorfestlegungen vorher gegeben hat. Und Merz packt per Twitter noch eins obendrauf. Ich habe klare Hinweise darauf, dass Armin Laschet die Devise ausgegeben hat, er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus widerspricht, die Entscheidung der Parteigremien sei keine Entscheidung für oder gegen einen Kandidaten. Wir erwarten von den Kandidaten, dass sie weiter, so wie sie das auch in der Vergangenheit gemacht haben, vernünftigen Wahlkampf machen, für ihre Position werben, respektvoll miteinander umgehen. Das hat in den letzten Monaten geklappt und das wird auch in der Verlängerung klappen. Ein Fingerzeig an die Kandidaten, ruhig zu bleiben. Spätestens Mitte Januar, so Brinkhaus, soll klar sein, wie und wo ein Parteitag stattfinden kann. Bis dahin will die Parteispitze Streit vermeiden. Das kommt beim Wähler nicht gut an, warnt ausgerechnet der CSU-Chef, der selbst als Kanzlerkandidat gehandelt wird. Wir müssen immer eines klar machen. Es geht um das Wohl vieler, nicht um die Karrieren Einzelner. Gute Ratschläge von außen, das wollen alle drei Kandidaten nicht. Und darin sind sie sich ausnahmsweise einig. Ja, lieber Tillmann. Und da ist er uns zugeschaltet aus Berlin. Guten Abend, Herr Merz. Guten Abend, Frau Mioska. Seit wann sind Sie denn unter die Verschwörungserzähler gegangen? Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich habe bis gestern einen Konsens mitgetragen, den wir das ganze Jahr über gehabt haben, dass wir nämlich nach der Ankündigung von Frau Kramp-Karrenbauer, dass sie nicht wieder für den Parteivorsitz kandidieren will, schnell einen neuen Parteivorstand oder einen Parteivorsitzenden wählen. Das hatten wir für den 25. April vorgesehen. Das musste wegen Corona abgesagt werden. Das wollten wir dann im Sommer nachholen. Das haben wir auch nicht getan im Hinblick auf den Parteitag, der für den 4. Dezember langfristig terminiert war. Und darüber haben wir gestern gesprochen. Ich hatte auch erwartet, dass das ein Gespräch wird ohne Presse. Aber es ging ja vorher schon alles über die Medien. Und dann haben wir über die Frage diskutiert, welchen Kompromiss können wir denn machen? Und ich habe einen konkreten Vorschlag gemacht. Ich habe den Vorschlag gemacht, wenn es denn so gesehen wird, dass wir mit Corona keinen Präsenzparteitag machen können, dass wir dann von den neuen Möglichkeiten des Parteiengesetzes Gebrauch machen, einen digitalen Parteitag durchzuführen. Mhm.
Und das ist auf Widerspruch gestoßen. Also wittern Sie jetzt eine Verschwörung? Nein, ich wieder keine Verschwörung. Ich merke nur, dass da auf Zeit gespielt wird und es geht nicht um meine Person. Ich habe gute Umfragewerte seit 2 Jahren und das halte ich auch noch ein paar Monate aufrecht, wenn es notwendig ist. Aber es geht darum, dass die Partei arbeitsfähig und handlungsfähig ist. Und zwar nicht nur die Bundespartei, sondern Landesparteien, Kreisparteien. Wir haben nächstes Jahr ein super Wahljahr mit Kommunalwahlen, mit Landtagswahlen, mit Bundestagswahlen. Die Partei muss arbeiten können. Wir würden das gerne, darum geht's mir. Wir würden gerne ein bisschen verstehen, was da im Hintergrund passiert ist. Von wem reden Sie denn eigentlich? Sie sprachen von Teilen des Establishments, das Sie jetzt verhindern wollen. Wer ist denn das? Frau Mioska, darf ich das mal so sagen? Das wissen Sie und das weiß die gesamte Hauptstadtpresse, das weiß die deutsche Öffentlichkeit, dass ich nicht der Liebling eines Teils der Parteiführung bin. Das ist doch schon seit langer Zeit so. Ist doch überhaupt nichts Neues. Das ist tatsächlich nichts Neues. Aber dennoch, man muss sich ja mal vorstellen, ein Teil der vermeintlichen Parteifreunde soll sich im Hinterzimmer zusammengerottet haben und einen Plan ausgeheckt haben, wie verhindern wir den März? Das ist doch ein ungeheuerlicher Vorwurf. Nein, das ist sogar in der Politik relativ normal, dass so etwas passiert, dass der eine versucht, den anderen zu verhindern und dass man das nicht immer nur auf offener Straße miteinander austrägt. Das ist völlig normal. Ich bin um eine Frage besorgt. Kann die Partei eine Bundestagswahl 2021 ohne Angela Merkel mit ausreichendem Zeitvorlauf wirklich gut vorbereiten? Wir sind jetzt schon Ende Oktober. In 11 Monaten um diese Zeit ist die Bundestagswahl 2021 rum. Wenn wir aus dem Jahr herauskommen, sind es noch 8 Monate. Läuft die Zeit davon. Das ist mein Punkt, über den ich reden möchte. Die CDU hat sich doch diese Zeit mit Corona nicht ausgesucht. Es ist doch vernünftig, einen Präsenzparteitag weiterhin anzustreben, es zumindest weiterhin zu versuchen. Allein schon wegen der Stimmung, die Sie ja mit einer leidenschaftlichen Rede entfalten könnten, oder nicht? Ja, das stimmt, Frau Mioska. Und jetzt hat die Bundeskanzlerin wahrscheinlich sogar zu Recht gesagt, dass wir bis Ende Februar mit diesen Restriktionen leben müssen. Und möglicherweise werden sie noch weiter verschärft. Warum machen wir dann von der Möglichkeit eines digitalen Parteitages keinen Gebrauch? Was ist am 16. Januar besser als am 4. Dezember? Am 16. Januar ist vieles schlechter. Da ist nämlich fast die Hälfte der Delegierten nicht mehr im Amt. Die Partei muss neue Delegierten wählen mit mehreren Versammlungen. Allein in Nordrhein-Westfalen 28 von 54 Kreisverbände haben nach dem 7. Dezember keine Delegierten mehr. Ich gehöre übrigens persönlich dazu. Ich müsste auch neu gewählt werden, aber das ist nur eine Randbemerkung. Also wir müssen zu Entscheidungen kommen und darum geht es mir. Und ich weiß mich darin einig mit einem ganz, ganz großen Teil der Partei, die sich übrigens heute auch bei der Parteivorsitzenden in großer Zahl gemeldet haben und dasselbe sagen, wie ich es heute Abend hier bei Ihnen sage. Und wenn Sie jetzt Ihrem Hauptkonkurrenten Herrn Laschet Taktik vorwerfen, dann machen Sie doch eigentlich genau dasselbe. Sie wollen nicht verschieben, weil jetzt Ihre Umfragen gut sind, also argumentieren Sie auch taktisch. Frau Mioska, darf ich es nochmal wiederholen? Meine Umfragen sind seit 2 Jahren gut. Und die bleiben auch 3 Monate oder 6 Monate noch gut. Da bin ich sehr zuversichtlich. Dann könnte man doch auch im Frühjahr wählen. So, das ist doch kein Problem. Nochmal. Und deswegen geht es genau nicht um mich. Es geht auch nicht um einen der 3 Kandidaten. Es geht um die ganz einfache Frage, wann wird diese Partei so arbeitsfähig, dass sie sich auf eine Bundestagswahl 2021 ohne Angela Merkel vorbereiten kann. Das ist eine tiefe Zäsur in der Geschichte dieser Partei. Das kann man nicht innerhalb von 4 Wochen mal eben erledigen, noch dazwischen eine lange Sommerpause. Wir brauchen die Zeit des Jahres 2022 vollständig, um diese Bundestagswahl vorzubereiten. Und das sind dann noch 8 Monate. Und das ist für eine Bundestagswahl ziemlich wenig, vor allem wenn sie eine so große Herausforderung für uns darstellt, wie sie eben im Jahr 2020 sein wird. Aber jetzt können Sie es doch gar nicht mehr zurückdrehen. Die Entscheidung ist doch einvernehmlich gefallen. Naja, bis zum 4. November hat die Partei noch Zeit, den Parteitag einzuberufen. Man kann ja auch Entscheidungen, die sich als schwierig oder möglicherweise sogar als falsch erweisen, noch mal korrigieren. Es wäre ein Zeichen von Größe, das zu tun. Ich würde das empfehlen, diese Entscheidung zu korrigieren. Einfach, weil wir mit jeder anderen Entscheidung in große Schwierigkeiten kommen. Und dann trägt sich diese Personalentscheidung bis hin in die Landtagswahlkämpfe, die wir zum Beispiel in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg haben. Eine Partei
Partei mit einer ungeklärten Vorsitzendenfrage so weit in das Jahr 2022 gehen zu lassen, halte ich jenseits aller Kandidaten, die da sind, nicht für verantwortbar. Und deswegen habe ich mich heute in dieser Klarheit zu Wort gemeldet. Und ich denke, das lässt sich auch mit guten Argumenten so vertreten. Vielleicht kommt ja am Ende auch was ganz anderes dabei raus. Wenn drei sich streiten, freut sich vielleicht der vierte. Könnte es am Ende so ausgehen, dass Jens Spahn das Rennen macht? Diese Spekulation gibt es in Berlin seit Wochen. Und die wird natürlich nicht nur von außen befeuert, sondern auch von innen. Da, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Natürlich wird das versucht. So, und so eine schwierige Lage beendet man am besten durch Entscheidungen. Ich plädiere dafür, dass wir das jetzt bald entscheiden. Wenn wir es nicht tun, wird es unübersichtlicher und es wird durch Verzögerung nicht besser. Herr Merz, ich muss noch mal nachfragen, wenn Sie sagen, das wird auch von innen versucht, das würde ja bedeuten, dass man an der Parteispitze Herrn Laschet auch nicht will. Sie haben vielleicht gestern in einer der großen Sonntagszeitungen gelesen, dass es eine WhatsApp-Gruppe einer Reihe von CDU-Mitgliedern gibt, die das genau so vorbereiten und sogar zu der kühnen These gelangen, man könne dann Kanzlerkandidat und Parteivorsitz durch eine Art Proklamation ins Amt bringen. Diese Gruppe gibt es. So, und bevor das anfängt, in dieser Partei um sich zu greifen, sollten die demokratischen Mechanismen wieder funktionieren. Und Demokratie in einer Partei heißt Entscheidung durch Wahlen, und zwar durch Delegierte auf einem Bundesparteitag, auch digital. Das geht und das könnten wir auch in diesem Jahr noch machen. Danke Ihnen für das Gespräch, Friedrich Merz. Ich danke Ihnen. Und zu dem Streit der CDU um ihren Parteitag hat Oliver Köhr auch eine Meinung. Er ist der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios. Überhaupt keine Frage, ein Parteitag mit 1000 Delegierten vor Ort, das geht jetzt nicht, das geht im Dezember nicht. Da gibt's wahrscheinlich auch keine andere ernstzunehmende Meinung. Aber einen Vorsitzenden wählen, das geht. Auch jetzt, auch im Dezember, man muss es nur wollen. Die CDU will es ganz offenbar nicht, traut sich aber nicht, das so klar zu sagen. Stattdessen mutet sie sich weiter eine quälende Zeit zu, in der drei Kandidaten umeinander rumtänzeln, einen vierten, Spahn, irgendwie immer im Nacken. Dabei liegen die Möglichkeiten alle auf dem Tisch. Ein Parteitag an mehreren Orten gleichzeitig mit jeweils 100 Delegierten oder eben komplett digital mit anschließender, sehr analoger Briefwahl. Darauf wird es wahrscheinlich sowieso hinauslaufen, warum also nicht jetzt? Die CDU verpasst die Chance, sich als eine Partei zu präsentieren, die digitale Ideen umsetzen kann und als erste so ihren neuen Chef wählt. Sie verpasst auch die Chance zu zeigen, wir lassen uns von der Corona-Krise nicht alles diktieren, es gibt immer Alternativen. Vor allem verpasst die CDU die Chance, jetzt Klarheit in ihrer Führungsfrage zu schaffen. Stattdessen lässt sie Raum für abstruse Thesen wie die von Friedrich Merz, das Partei-Establishment wolle ihn als Vorsitzenden verhindern. Die Frage ist doch, wer kriegt es hin, eine in zwei inhaltliche Richtungen drängende Partei hinter sich zu versammeln? An der Antwort scheint die CDU-Führung zurzeit nicht interessiert. Sie möchte lieber so spät wie möglich entscheiden, umso kürzer ist die Zeit, die der neue Chef mit einer Angela Merkel im Kanzleramt verbringen muss, umso eher lässt sich vielleicht ein Kanzlerkandidat Söder verhindern. Die CDU stellt Machttaktik über eine Entscheidung. Kann man ja machen, aber es sollte auch klar gesagt werden. Die Meinung von Oliver Köhr. Aller Ärger um Parteitage, das übliche Gezänk und selbst das Coronavirus waren in Berlin-Mitte heute Morgen mit einem Schlag vergessen, als die traurige Nachricht die Runde machte, dass Thomas Oppermann gestorben ist. Bemerkenswert groß ist die Trauer um den ganz plötzlich verstorbenen SPD-Politiker. Über alle Parteigrenzen schätzten die Kollegen den Bundestagsvize nicht nur als versierten Politiker, sondern auch als humorvollen, feinen Menschen, der fehlen wird. Stefan Stuchlik. Sogar als Silhouette war er erkennbar. Thomas Oppermann war eine Marke in Berlin, eine Persönlichkeit in der SPD, ein streitbarer Parlamentarier. Sein plötzlicher Tod schockiert heute das politische Berlin. Die Fahnen am Bundestag wehen auf Halbmast. Die Kanzlerin zeigt sich schriftlich bestürzt und traurig. Lässt Oppermann durch ihren Sprecher noch einmal würdigen. Was Thomas Oppermann auszeichnete, war besonders das, was man vielleicht eine freundliche demokratische Ernsthaftigkeit nennen kann, mit der er Politik gemacht hat. Thomas Oppermann war ein Arbeiterkind, der Vater Molkereimeister, er selbst ein Sozialdemokrat wie aus dem Bilderbuch, Anglistikstudent, 1980 in die SPD eingetreten, befreundet mit Stefan Weil, doch auch der sah damals noch anders aus.
Es war Gerhard Schröder, der ihn als Wissenschaftsminister ins niedersächsische Kabinett holte. Sein ehemaliger Chef ist heute erschüttert. All diejenigen, die ihn kannten, werden ihn nicht nur als Politiker vermissen, sondern so wie ich auch als Mensch und Freund, mit dem man keineswegs nur über Politik reden konnte, sondern über all das, was Leben ausmacht. Der Jurist Oppermann wäre gerne Bundesminister geworden. Sein Pech: mit Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier waren bereits zwei Männer aus Niedersachsen im Kabinett. Oppermann wurde SPD-Fraktionsvorsitzender und hielt einige bemerkenswerte Grundsatzreden. Die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht herstellen bzw. garantieren kann. Und dazu gehört Anstand und der Respekt vor der Würde anderer Menschen. Danach wechselte er politisch eine Etage höher, wurde Parlamentsvizepräsident, hoch respektiert auch beim politischen Gegner. Thomas Oppermann war ein kluger Jurist, er war ein Politiker aus Leidenschaft, er wollte etwas verändern und er war einfach auch ein feiner Kerl. Oppermann war großer Fußballfan, spielte jahrelang beim FC Bundestag, wirkte immer sportlich und durchtrainiert. Umso größer die Bestürzung heute. Das war ein Moment, wo man einfach innehalten musste, dem Tod von Thomas Oppermann. Ich kenne Thomas Oppermann und wir kennen Thomas Oppermann als einen leidenschaftlichen Politiker, der aber, und das hat ihn wirklich ausgezeichnet, immer das Funkeln im Auge behalten hat. Ein politischer Mensch, ein menschlicher Politiker. Thomas Oppermann verstarb gestern kurz vor einem Fernsehinterview. Er wurde 66 Jahre alt. Gute Beziehungen zu den USA waren Thomas Oppermann ganz besonders wertvoll. Hatte er doch als Jugendlicher in Amerika bei einer freiwilligen sozialen Arbeit erst zur Politik gefunden. Und sich deshalb sehr gesorgt um die Zukunft dieses so zerrissenen Landes, das schon in einer Woche eine sehr entscheidende Wahl bestehen muss. In der Reihe der Reportagen unserer USA-Korrespondenten ist Jan-Philipp Burgert nach St. Louis in Missouri im Mittleren Westen gereist. Und er traf dort auf die Proud Boys, eine rechtsextreme Gruppierung, die berühmt wurde durch den Satz des Präsidenten beim ersten TV-Duell: Stand back, stand by. Haltet euch zurück, aber haltet euch auch bereit. Damit hatte Trump diese stolzen Jungs als seine Schutztruppe vereinnahmt. Ein Männerbund, der üblicherweise nicht mit der ungeliebten Presse spricht. Hier also ein eher seltener Einblick in die unheimliche Welt der Proud Boys. When fists are thrown, we'll break your bones, we'll break your bones, we'll break your bones again. Wenn die Fäuste fliegen, werden wir wieder eure Knochen brechen. Mit diesem Songtext stimmen sich die Proud Boys von St. Louis auf ihre Versammlung ein. Alex Furman ist 28 Jahre alt und arbeitet für einen Schlüsseldienst. Als er vor 3 Jahren zum ersten Mal hierher kam, zogen ihn die Proud Boys sofort in ihren Bann. Was mir gefallen hat, ist das Wilde, die Lust am Raufen, der Stolz. Das alles gibt dir einen Schub. Oft hatte ich das Gefühl gehabt, mich dafür schämen zu müssen, ein weißer Mann zu sein. Als ich das hier sah, fand ich das super cool. Um Mitglied der umstrittenen rechten Bruderschaft zu werden, muss man nicht nur ein Mann sein, sondern sich auch dazu bekennen, die westliche Zivilisation für überlegen zu halten. Die meisten hier sind grundsätzlich gegen die sogenannte politische Korrektheit und gegen Einwanderung. Das Problem an der Demokratie ist, dass Immigranten hereinkommen. Es besteht die Gefahr, dass sie illegal Bürger werden und diese alten linken Ansichten aus Mexiko mitbringen. Dann dürfen sie auch noch wählen und verändern Amerika. Für seinen harten Kurs in der Einwanderungspolitik verehren die Proud Boys Präsident Trump. Das gilt auch für ihre Freundinnen. Trumps Warnungen vor einem möglichen Wahlbetrug sind hier auf fruchtbaren Boden gefallen. Nathan Rader würde seinen Präsidenten notfalls verteidigen. Es braucht Patrioten wie mich, um zu sagen, wir werden Wahlergebnisse nicht einfach hinnehmen, wenn etwas faul ist. Wenn wir auf legale Weise aktiv werden können, würde ich das zu 100% tun. Heute ziehen die Proud Boys und ihre Unterstützerinnen aber erstmal gegen eine Corona-Maskenpflicht in den Kampf. In der Innenstadt von St. Louis haben sie zum Protest aufgerufen. Doch es kommt kaum jemand. Schuld daran seien Facebook und Twitter, die ihre Seiten gesperrt hätten, erklären sie uns.
Bürgerrechtsorganisationen stufen die Proud Boys als hasserfüllt und rassistisch ein. Enrique Tarrio widerspricht dieser Darstellung. Der USA-Chef der Proud Boys ist stolz darauf, dass Präsident Trump sich in der ersten TV-Debatte nicht sofort von der Organisation distanziert hat. Er weiß, dass wir keine Rechtsextremisten sind. Und er hat gesagt, wir sollen uns bereithalten. Damit meinte Trump wohl nur, dass wir zu ihm halten sollen. Das haben wir seit dem ersten Tag getan, weil wir konservativ sind. Trump stellt das amerikanische Volk an die erste Stelle. Darum unterstützen wir ihn. Die Mitgliederzahlen seien seit Trumps Äußerungen deutlich gestiegen, erklärt Tarrio. Weltweit gäbe es rund 22.000 Proud Boys. Vor einer Bar erleben wir am Abend das Aufnahmeritual für ein Neumitglied. Seine sogenannten Brüder verpassen dem Mann so lange Faustschläge, bis er 5 Müsli-Sorten aufgezählt hat. Ich fühle mich großartig als Teil einer Gemeinschaft, unschlagbar. In der Bar geht es hoch her. Die Proud Boys hier bezeichnen sich selbst wörtlich als Saufclub für Patrioten. Doch sie präsentieren sich nicht immer so harmlos. Wir konfrontieren den USA-Chef der Proud Boys mit einem Foto. Darauf hält er ein Plakat mit der Aufschrift: Nur ein toter Kommunist ist ein guter Kommunist. Tarrio rechtfertigt sich, Teile seiner Familie seien in Kuba von Kommunisten ermordet worden. Kommunismus hat keinen Platz in Amerika, genauso wenig wie Faschismus. Wenn ich sage, ein guter Kommunist ist ein toter Kommunist, dann meine ich das so. Ob jemand das als Provokation versteht oder nicht, ist mir egal. Als Kommunisten betrachtet Tarrio neben der Antifa und der Black Lives Matter-Bewegung auch Teile der Demokratischen Partei. Vereint gegen den Feind, die Proud Boys sind bester Stimmung. Sie genießen die Aufmerksamkeit, die sie durch die Aussagen des Präsidenten bekommen haben. Am 3. November wollen sie wieder feiern. Sie sind überzeugt, dass Donald Trump die Wiederwahl gelingt. Tja, darüber wollen wir noch reden mit Jan Philipp in St. Louis. Jan, wir werden Wahlergebnisse nicht einfach hinnehmen, wenn etwas faul ist, sagen die Proud Boys. Wie weit würden die gehen? Wie viel Gefahr geht von rechtsextremen Gruppen wie den Proud Boys aus? Also alle Proud Boys, mit denen wir gesprochen haben, sind auf jeden Fall bereit, bewaffnet zu protestieren. Sie sagen zwar, dass sie das im Rahmen der Gesetze tun würden, sagen aber im selben Atemzug, dass sie auch Gewalt anwenden würden, wenn sie angegriffen würden, etwa von Gruppen wie der linksextremen Antifa. Ja, und was wir definitiv schon jetzt wissen, ist, dass die Polizei Notfallpläne erarbeitet für viele Teile des Landes, etwa für den Fall, dass bewaffnete Milizen am Wahltag vor den Wahllokalen aufkreuzen, um zum Beispiel schwarze Wähler vor der Stimmabgabe abzuschrecken. Und was die Gefahr dieser Gruppen betrifft, da kann man vielleicht ein Beispiel aus Michigan nennen. Da wurden kürzlich 13 Mitglieder einer rechten Miliz verhaftet, weil sie geplant hatten, die demokratische Gouverneurin von Michigan zu entführen. Und das amerikanische Heimatschutzministerium stuft inzwischen rechtsextremistische Gruppierungen als größte inländische Bedrohung ein. Welche Rolle spielen die Proud Boys für Donald Trump? Er hatte ja in der ersten TV-Debatte sie direkt angesprochen und gesagt, haltet euch bereit. Und anschließend wollte er sie aber gar nicht mehr gekannt haben. Welche Strategie steckt dahinter? Also manche Beobachter denken, dass Trump tatsächlich nicht so genau wusste, von wem er da eigentlich spricht. Allerdings muss man sagen, dass es Trump in den vergangenen Jahren immer wieder sehr schwer gefallen ist, sich auf Anhieb von rechtsextremen Gruppen zu distanzieren. Etwa nach den tödlichen Ausschreitungen von Charlottesville vor 3 Jahren. Da sagte Trump wörtlich, es habe gute und schlechte Leute auf beiden Seiten gegeben. Das hat ihm sehr viel Kritik eingebracht. Und auch in den vergangenen Wochen hat Trump immer wieder betont, es seien die Linksextremisten, von denen die Gefahr ausginge und nicht die Rechtsextremisten. Also es ist nicht auszuschließen, dass tatsächlich auch Trumps Strategie ist, selbst am äußersten rechten Rand auf Stimmenjagd zu gehen. Jan-Philipp Burgert in St. Louis, vielen Dank. Um zu gewinnen, ist es Donald Trump sehr egal, wer ihn unterstützt, und seien darunter auch Menschen, die davon überzeugt sind, dass eine mächtige satanistische Elite Kinder in unterirdischen Gefängnissen gefangen hält und foltert. Diesen blanken Unfug verbreiten Anhänger der Bewegung QAnon, die auch in Deutschland immer wieder Anhänger findet, gerade jetzt in Pandemiezeiten, wenn man auch die Chefverschwörer bislang kaum kennt. Kollegen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ist es jetzt gelungen, jemanden ausfindig zu machen, der offenbar entscheidend zur Verbreitung der Botschaften in Deutschland beiträgt. Ein Plattenbau in Berlin. Hier ist er wohl zu Hause.
Ein Programmierer, der sich im Netz Resignation Nun nennt. Wir wollen mit ihm sprechen, fragen, warum er daran mitarbeitet, dass sich die Verschwörungsfantasien von QAnon verbreiten. Vergeblich. Er sei der Falsche, sagt er durch die Sprechanlage. Dabei postet Resignation Nun später öffentlich mehrere unserer schriftlichen Anfragen und schreibt: Die haben mir schon wieder geschrieben. Kein Beweis, aber ein Indiz für seine Identität. Er will nicht enttarnt werden. Resignation Anon ist ein Account, der wirklich von Tag 1 bei der deutschsprachigen Bewegung dabei war und sozusagen die technische Basis für die Bewegung geschaffen hat. Also die Infrastruktur aufgebaut hat und Informationen vom Englischen zum Beispiel ins Deutsche übersetzt hat. Das heißt, er ist eigentlich im Hintergrund ganz ausschlaggebend für die Bewegung, weil er sie sozusagen am Leben hält und den Informationsfluss garantiert. Resignation Anon macht die Verschwörungsnachrichten leicht zugänglich. Etwa auf dem Messenger-Dienst Telegram mit 130.000 Followern und seiner Website. Ihren Ursprung hat die Bewegung in den Tiefen des Internets. Die Verschwörungsfantasie handelt davon, dass eine politische Elite und jüdische Unternehmer Kinder entführten, um deren Blut zu trinken und die Welt in Geheimzirkeln beherrschten. Nur Trump könne das verhindern. Im US-amerikanischen Wahlkampf bekennen sich Trump-Anhänger ganz offen zu QAnon. In Deutschland haben vermutlich auch die Corona-Krise und die Proteste gegen die Corona-Beschränkungen QAnon Zulauf verschafft. Mitten in Berlin das symbolhafte Q. Ich halte die QAnon-Bewegung für brandgefährlich, weil sie in so viele Verästelungen von Verschwörungsmythen anschlussfähig ist und es sehr viele verschiedene Gruppen gibt, die sonst nie etwas miteinander zu tun haben. QAnon und damit aber auch Antisemitismus als Bindemittel haben, die absolut staatsfeindlich und gefährlich sind. Dass Verschwörungsmythen tödliche Folgen haben können, zeigte sich etwa beim Anschlag auf die Synagoge in Halle vor einem Jahr. 2 Menschen wurden erschossen. Oder in Hanau im Februar. Hier wurden 10 Menschen getötet. Beide Täter glaubten an Verschwörungsmythen. Wie gefährlich QAnon ist, da will sich der Verfassungsschutz bisher nicht festlegen. Schriftlich teilt die Behörde mit, unter dem Dach des Grundgesetzes ist vieles an Verschwörungstheorie erlaubt. Bei QAnon prüfen wir noch, wohin sich das entwickelt und wie sich die Anhängerschaft zusammensetzt. Wie viele Anhänger QAnon in Deutschland mittlerweile hat, sei unklar. Denn neben einzelnen Rechtsextremisten und Reichsbürgern zählten auch Menschen ohne extremistische Gesinnung dazu. Die Corona-Zahlen in Deutschland, sie steigen weiter. Heute wurden doppelt so viele Neuansteckungen wie vor einer Woche vermeldet. Und die Politik reagiert. Das nächste Spitzentreffen zur Pandemie, ursprünglich für Freitag geplant, wird vorgezogen. Der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner. Bund und Länder wollen bereits übermorgen wieder über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sprechen. Der Bild-Zeitung zufolge soll Bundeskanzlerin Merkel einen Lockdown-Light planen, demzufolge Bars und Restaurants schließen müssten, Schulen und Kitas hingegen nicht. Aktuell hat das Robert-Koch-Institut 8.685 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Darunter seien auch wieder vermehrt ältere Menschen. Technologiekonzerne gelten als die großen Profiteure der Corona-Krise. Auch Europas größter Softwarekonzern SAP trotzte der Krise bislang. Doch heute stürzte die Aktie ab, verlor mehr als ein Fünftel an Wert. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Die grassierende Corona-Pandemie schwächt die Geschäfte von SAP so stark, dass der Softwarekonzern seine Ziele nicht mehr halten kann. Die Umsätze werden in diesem Jahr bestenfalls nur stagnieren oder aber zurückgehen. Zum einen, weil die Software für das Reisekostenmanagement in der Corona-Krise nicht gut läuft. Zum anderen, weil SAP die Umstellung aufs Cloud Computing beschleunigen will und dafür einen 3-stelligen Millionenbetrag an zusätzlichen Umbaukosten einplant. Der wertvollste deutsche Konzern verliert in der Spitze heute fast 34 Milliarden Euro Börsenwert, die Aktie mehr als 22%. Weil SAP so viel Gewicht in den DAX bringt, verliert auch der deutsche Leitindex zum Wochenstart stark. Das Minus beträgt 3,7%.
Der US-Senat hat mit der entscheidenden Sitzung zur Ernennung von Amy Coney Barrett als Richterin für den obersten Gerichtshof begonnen. Die von US-Präsident Trump nominierte Barrett gilt als konservativ. Sie folgt auf die im September verstorbene liberale Bundesrichterin Ginsburg. Barretts Ernennung durch den Senat gilt als sicher, ist aber umstritten. Die Demokraten hatten gefordert, dass der Sieger der Präsidentschaftswahl in knapp zwei Wochen über die Neubesetzung bestimmen solle. Chile wird eine neue Verfassung bekommen. Mehr als 80% der Wähler haben sich in einem Referendum für die Ausarbeitung eines neuen Grundgesetzes ausgesprochen, so die Wahlbehörde nach Auszählung fast aller Stimmen. Die neue Verfassung löst das Grundgesetz aus der Zeit des Diktators Pinochet ab. Sie soll vor allem mehr soziale Gerechtigkeit bringen. Während sich die allermeisten von uns fragen, ob und wie wir Weihnachten werden feiern können, wird für sie das Fest ganz sicher ausfallen. Die vielen Schausteller und Händler, die auf den Weihnachtsmärkten ihr Geld verdienen. Reihenweise werden diese Märkte gerade abgesagt. Heute einer der berühmtesten, der Christkindlmarkt in Nürnberg. Doch wir gehen jetzt an einen Ort, an dem man weiter an das Weihnachtswunder glaubt, weil sich hier schon das ganze Jahr alles ums Fest dreht. Und so wird mittendrin im Corona-Hotspot Erzgebirge dem Virus getrotzt und ein ganzer Ort hell erleuchtet, wie Marco Spieker berichtet. Alle Jahre wieder kommt in Seifen das Christkind ein paar Wochen früher als andernorts. Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Der da so zufrieden ist, hat den sogenannten Sternenmarkt vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. In seinem Laden verkauft Tino Günther die Weihnachtsfiguren, für die Seifen in aller Welt bekannt ist. Das Geschäft brummt. Es gibt die Weihnachtszeit, vor der Weihnachtszeit die Adventszeit und vor der Adventszeit die Voradventszeit. Also ist dieser Sternenmarkt genau für diese Zeit, für die Vorfreude da. Und für dieses Jahr ist es besonders wichtig, dass wir diese Weihnachtsfreude jetzt schon verbreiten können, damit die Menschen noch diesen Scheißjahr sich auf Weihnachten freuen können. Der Weihnachtsmarkt, das ist in Seifen nicht ein Platz, sondern der ganze Ort. Die Buden schon immer mit großem Abstand zueinander. Die Besucher halten sich an die Schutzregeln. Dass Seifen zu einer Krisenregion gehört, schreckt sie nicht. Da sind wir, sagen wir mal, auch nicht so ängstlich. Also Krise oder nicht Krise. Also man hält sich dran. Wir versuchen uns daran zu halten und dann ist das alles gut. Wenn man das so sieht, Sicherheit, ist okay alles? Ist alles okay. Super. Haben Sie denn, wenn Sie das sehen, das Gefühl, es kann in diesem Jahr Weihnachtsmärkte in Deutschland geben? Oder? Also wenn ich jetzt sehe, was jetzt hier so ist, würde ich sagen, warum kein Weihnachtsmarkt? Doch derzeit sieht es so aus, als würde Seifen mit seinem Markt eher die Ausnahme bilden. Zur Freude von Hotelier Ronny Weiß. Er ist bis Weihnachten an den Wochenenden ausgebucht. Er weiß, er gehört in der Krise zu den Privilegierten. Wir hatten einen sehr guten Sommer hier in der Gastronomie im Erzgebirge. Wir haben teilweise die Umsatzeinbußen aus dem Lockdown herausgeholt. Was jetzt natürlich wieder schwierig wird, das so beizubehalten. Die Handwerker haben keine Chancen, auf den Weihnachtsmärkten ihre Artikel zu verkaufen. Deshalb sagen wir, kommt doch einfach nach Seifen und kauft eure Artikel hier in Seifen. Aber das, was im Ort über die Ladentheken geht, ist wenig gegen die Massen von Artikeln, mit denen man andere Weihnachtsmärkte beliefert und von denen nun so gut wie keine Bestellungen kommen. Juliane Kröner vertritt über 100 hiesiger Hersteller und hat eine Alternatividee. Hoffen bringt nichts, man muss vorbereitet sein. Durch den Lockdown im Frühjahr haben wir uns schon sehr viel Gedanken gemacht, was im Herbst passieren könnte und sind schlussendlich auf die Idee gekommen, einen virtuellen Weihnachtsmarkt zu gestalten, der dann definitiv offen ist. Hintergrundpanorama ist Seifen. Wer öfter mal in Seifen ist, der erkennt diesen Ausschnitt auf jeden Fall. Man kann über diesen Weihnachtsmarkt richtig drüber laufen. Mein Name ist Uwe Blank. Ich bin der Inhaber in dritter Generation. Online statt Glühwein, ob das den hautnahen Verkaufskontakt ersetzt? Tino Günther ist skeptisch. Von einer Katastrophe will er dennoch nicht reden. Also meine Vorfahren haben hier den 30-jährigen Krieg überlebt. Mein Großvater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Der hatte es schwer. Die Generationen vor mir, die unseren Betrieb aufgebaut haben, die hatten es schwer. Ich kann mich über sowas gar nicht beschweren. Das steht mir locker durch. Statt zu klagen, betont man in Seifen deshalb die Vorfreude auf die Zeit nach Corona und natürlich auf Weihnachten.
Und es bleibt der Blick aufs Wetter und das bleibt herbstlich, Carsten. Definitiv herbstlich und nicht mehr ganz so kalt wie heute. Vor allem im Süden Deutschlands hat es den ganzen Tag geregnet bei nur einstelligen Temperaturen und auf den Bergen geschneit. Hier ein aktuelles Webcam-Bild aus dem Allgäu, aus Oberstaufen von 950 Metern Höhe. Dort ist alles weiß. Und heute Nacht wird es vor allem am bayerischen Alpenrand noch weiter schneien, oberhalb von 600 bis 700 Metern. Wir sehen hier die Radarbilder, ansonsten ist es Regen. Aber dieser Regen zieht sich im Verlauf der Nacht und dann vor allem auch morgen Vormittag nach Osten weiter zurück. Dahinter kommt trockenes Wetter und wir sehen es ja angedeutet, auch ein paar Wolkenlücken sind dabei. Sprich, die Sonne kommt wieder mal morgen durch und im Westen gibt es dann tagsüber nur einzelne kurze Regenschauer. Am Nachmittag sind an der Nordsee noch kurze Gewitter möglich, bevor erst am Abend das nächste Regengebiet hier auftaucht. Die Temperaturen erreichen morgen Nachmittag Werte zwischen 11 und 14 Grad, zwischen Hof und Passau 8 bis 9 Grad. Und die weiteren Aussichten, wechselhaftes Herbstwetter, zwischendurch auch mit Sonnenschein, an Nord- und Ostsee einzelne Gewitter, das Ganze bei 12 bis 17 Grad. Vielen Dank, Carsten. Und hier geht es jetzt weiter mit einer Dokumentation, die da anknüpft, wo wir heute bei den Proud Boys und Trumps Wahlkampf aufgehört haben. Stefan Lambi und Klaus Brinkbäumer haben diesen Wahlkampf aus der Nähe beobachtet und dabei Szenen erlebt, die einem wirklich Angst machen können, sollte Trump verlieren und das Wahlergebnis nicht akzeptieren. Trump und die amerikanische Katastrophe empfehle ich Ihnen sehr. Um 0:20 Uhr gibt es dann das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber und uns morgen wieder. Bis dann.